Hallo ihr Lieben, heute unser drittes Tutorial, diesmal eingesprochen. Es begrüßen euch Nina und Sega. Wir möchten mit euch Stempel herstellen aus normalen Alltags- und Verbrauchsmaterialien, die ihr eigentlich zu Hause findet. Ja, hier zum Beispiel eine Kartoffel. Da könnt ihr eine nehmen, die nicht mehr so schön ist, die ihr eigentlich wegwerfen würdet. Schneidet sie zur Hälfte auseinander, nehmt euch eine Ausstechform, die ihr gern machen würdet, drückt die richtig in den Stempel rein, richtig tief und fest, und dann nehmt ihr das wieder raus aus dem Stempel. Das geht ein bisschen schwer, da müsst ihr ein bisschen Hand anlegen, und wenn ihr das dann fertig habt, schneidet ihr mit dem Messer ganz vorsichtig die Ecken schön raus. Dabei müsst ihr darauf achten, dass ihr euer ausgewähltes Motiv nicht gleich wieder kaputt schneidet oder zu tief einschneidet, dass es abbricht. Einfach bloß vorsichtig den Rand rausheben. Genau, so wie ihr das hier seht, wie ich mir da Mühe gegeben habe. Ganz viel Mühe, natürlich. Ja, ja. Schön herausarbeiten. Aus dem Rest kann man vielleicht noch Bratkartoffeln machen. Haha. Erster Stempel ist fertig. Super geeignet für Kinderhände. Jetzt haben wir eine Variante aus Moosgummi. Also Moosgummi, das ist das, was man manchmal zu Hause noch hat vom Basteln. Genau. Da könnt ihr die Reste nehmen, ne? Genau. Also kleine Stückchen einfach, die ihr sonst vielleicht weggeschmissen hättet. Ja, entweder ihr zeichnet selber, wer das gut kann, oder nehmt auch hier Ausstechform. Die müsst ihr richtig tief erstmal reindrücken und dann mit einem Bleistift, wie ihr gerade gesehen habt, nacharbeiten. Wenn ihr eine Schrift nehmen wollt und sagt, ihr wollt einen Schriftstempel machen, dann tut euch den Schriftstempel bitte vorher über Word spiegelverkehrt ausdrucken, damit ihr das gut hinkriegt, weil es ziemlich schwierig ist, das spiegelverkehrt zu schreiben. Eine weitere Variante ist natürlich auch die Stanze. Wenn ihr die zu Hause habt, stanzt einfach die Sterne oder Herzen aus. Und dann nehmt ihr den Moosgummi und klebt ihn dann auf eine gerade Fläche drauf, wie hier zum Beispiel auf ein Glas, Marmeladenglas. Ihr könnt aber auch Holz nehmen, wo es muss halt gerade sein. Genau, dann gibt es noch aus Moosgummi die Variante, dass ihr kleine Häuserstempel sozusagen herstellt. Erstmal die Grundform ausschneiden, dann mit einem Bleistift vorzeichnen, welche Konturen dann am Ende übrig bleiben sollen. Mit einem Kugelschreiber dann ganz fest reindrücken, so ungefähr, hier seht ihr das, dass es da auch richtig reingeht, ein Relief sozusagen entsteht. Dann am besten mit doppelseitigem Klebeband befestigen und wie in diesem Fall auf einen ausgedehnten Holzklotz, also könnt ihr aus der Werkstatt was holen oder einfach ein kleines Stück Holz mit einer geraden Fläche. Eine andere Variante ist es, mit einem Cuttermesser oder einem Skalpell die Hausform schon vorher rauszuschneiden, dann auch wieder aufzukleben. Und wenn ihr dann möchtet, könnt ihr noch einzelne Konturen wieder mit dem Kugelschreiber, das empfiehlt sich einfach wegen der Spitze, hineinarbeiten. Ja, und fertig ist ein schöner Stempel mit vielen verschiedenen Motiven drauf, die wir hier gemeinsam irgendwo erarbeitet haben. Gestanzt und ausgeschnitten. Genau, alles Mögliche. Genau. Stempel aus Korken ist natürlich das Schöne, weil man kann das Vergnügen mit der Arbeit verbinden. Ja, genau. Erstmal Wein austrinken. Glas Wein austrinken, aber wir haben das natürlich nicht getan. Genau. Und da eignet sich dann ganz einfache Grundformen oben anzuzeichnen und mit dem Cuttermesser auszuschneiden. Genau. Stempel aus Papierrolle. Das ist, ihr nehmt einfach eine Klopapierrolle oder von so Zebabe schon wegrollen, sage ich ja immer, wisst ihr ja, genau. Ich weiß nicht, wie es heißt. Küchenrolle. Küchenrolle, genau. Dann formt ihr das einfach wie eine Herzform, tut es schön falten. Und dann ist aber nochmal wichtig, dass ihr das mit dem Klebeband fixiert, damit das Herz dann so bleibt. Und schon habt ihr einen fertigen Stempel. Auch hier gut für Kinder geeignet mit. Genau. Und jetzt geht's los. An die Stempel, fertig. Genau, ihr habt alles schön vorbereitet und eure Kinder können jetzt mitmachen. Genau. Ihr braucht erstmal kleine Grußkarten, Klappkarten oder solche kleinen Geschenkanhänger. Genau, aus Tonkarton. Tonkarton, genau, ich kam nicht drauf. Und das ist auch ganz wichtig, nehmt euch noch ein Blatt, ein Schmierblatt sozusagen, auf das ihr die Stempel immer erstmal drauf drückt, um auch zu wissen, wie viel Druck ihr ausüben müsst oder genau. Wie viel Farbe. Und um mit den Kindern auch schon gleich anfangen zu können, weil die können das gut machen, nehmt ihr Knisterfolie und könnt euer Blatt erstmal eine Grundform geben, eine Grundfarbe. Oder eben auch hier die Stumpfpinsel, bzw. einen Schwamm, einfach einen kleinen Küchenschwamm genau. Zurechtschneiden. Die Farben müsstet ihr, also wenn ihr könnt alle möglichen Farben verwenden, Acrylfarbe, Fingermalfarbe, aber gerade bei den Stempeln eignen sich die normalen Wassermalfarben sehr gut, die ihr dann mit ein bisschen Wasser so schön cremig anrührt, wie ihr das hier sehen könnt.
Genau. Wie Sahne. Wie Sahne oder Paste. Ja, und dann müsst ihr die schön gleichmäßig auf hier zum Beispiel das Haus auftragen und aufpassen, dass ihr in den Konturen, die ihr dort reingedrückt habt, nicht zu viel Farbe reintragt. Also Ja, dass die man die auch drückt, sieht. genau, dass sie sich gut herausarbeiten. Hier kann man Genau. das sehen. Mit gleichmäßigem Druck auftragen. Genau, auf die Karte Da seht ihr auftragen. dann auch, ihr braucht ein bisschen Gefühl, auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, Übung. Also man muss das bestimmt 3, 4 Mal gemacht haben, so einen Stempel, bis man dann weiß, okay, so und so viel Farbe brauche ich oder so und Richtig. so fest muss ich aufdrücken. Genau. Und wie du immer schön sagst, Nina, ist es individuell. Ja, guck mal, hier Und sieht man auch gut, dass das die Kinder sehr schön machen können. Und das ist wirklich für die Kinder geeignet. Die können dort die Karten mit gestalten und ihr habt sozusagen gleich die Kinder mit einbezogen. genau, ist auch gut für sämtliche motorische Fähigkeiten, also Na, grobmotorische, Feinmotorik, Feinmotorik mit dem Pinsel genau. arbeiten, können verschiedene Texturen fühlen, Kork, Holz, dem Moosgummi, das ist ja auch interessant. Oder auch, was passiert, wenn die Kinder jetzt mit einem gewissen Druck auf die eine Stelle drücken. Genau, und auf Bisschen die andere. experimentieren, genau. Richtig. Und schon habt ihr einen Bildungsplan mit euren Kindern erfüllt. Genau. Selbst den mathematischen Bildungsplan können wir damit Genau. reinbringen, indem wir Die dann Formen, die Formen, die verschiedenen Grundformen, Farben. Das ist ja, nicht mathematisch, aber Farben sind auch wichtig. ist dann der ästhetische wieder. Wie vorhin schon die Kartoffel Verwendung gefunden hat als Stempel, kann man auch einen Apfel nehmen, wie ihr hier seht, der nicht mal so schön ist. Einfach aufschneiden und dann anmalen und das Kerngehäuse sieht man dann schön. Hier ist es nicht ganz so toll zu sehen. Dann auch hier im Bild noch zu sehen, das Herz, was wir vor uns hergestellt haben, einfach mit Farbe umranden und dann aufstempeln. Geht auch für die Kinder gut, können die gut anfassen. Ja, auch ist individuell, auch wenn ein Stückchen fehlt. Selbstgemacht. Und viel Herz dabei. Genau. Ja, und hier ist dann unser Kurzstempel. Auch den schön anmalen. Da kann man auch mit dem dreieckigen Motiv gut Weihnachtsbäume herstellen auf der Karte. Und auch das ist für die Kinder Hände gut geeignet zum Stempeln. Genau. Die Stempel können natürlich auch das ganze Jahr verwendet werden, aber gerade jetzt in der Weihnachtszeit sind hier schöne Beispiele für Seht die ihr, was fertigen wir hier Karten. so mal versucht haben? Genau. Oder ihr nehmt zum Beispiel ein großes DIN A3-Blatt und macht dann eine Serienproduktion Karten. Also einfach eine Häuserreihe aufstempeln und dann zurechtschneiden, in der Mitte falten und dann habt ihr kleine Glückwunsch, Weihnachtskarten. Oder ihr nehmt das Ganze für die Gestaltung der Weihnachtspakete. Genau, einfach schön draufdrucken und guckt mal, wie toll die Pakete aussehen. Ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbasteln und Ja, auf jeden Fall. Nachstempeln. Genau, und wir hoffen, dass wir euch da eine gute Anregung gegeben haben. Wir wünschen euch natürlich ein schönes, ruhiges, besinnliches Und Weihnachtsfest einen guten Rutsch. ins neue Jahr, dass wir uns im neuen Jahr gesund wiedersehen. Das wünschen euch Nina. Und Silke. Tschüss.